noch einige Dinge bleiben, ausführungstechnisch in der vertrauensvollen Obhut des Schweißers. Was man aber sagen kann, ist, dass die Dokumentation der Ausführungsparameter als solche schon, ich würde sagen, die intrinsische Motivation der Schweißer beflügelt, weil neben ihren persönlichen Informationen über ihre Zertifizierung, Datum der Wiederholungsprüfung, sämtliche Ausführungsparameter abgespeichert werden und für spätere, bei Bedarf Rückführbarkeitsuntersuchungen abgespeichert bleiben. Die Abspeicherung, die sich zunächst gerätespezifisch in den Handrechnern vollzieht, hat eine Datenbankanbindung, das heißt, alle gemessenen und von Hand eingegebenen Daten können über eine Webserverlösung zentral abgespeichert werden und auch abgerufen werden über die Vorwärm- und schweißtechnische Hinterlegung von Informationen kann sogar die Abnahmemessung, die wir als letzten Schritt sehen, auch auf dem Server gespeichert werden, sodass wir auch eine Verlinkung von unterschiedlichen qualitätsrelevanten Arbeitsschritten ermöglichen. Ja, wir have by means of this smart web record measuring tool the possibility to enter extensive track and weld as well as welder relevant information in the app so that we can provide an extensive amount of information which can be stored locally on the measuring record computer as well as transferred to a web server solution providing a traceability of the weld at a later stage, including the acceptance measurements which are done at the last step with, by means of Railscale. Okay, the preheating starts. You see that the burner is already oriented and positioned. Now the flow pressures are installed and are measured on the screen which the welder holds in his hand. He can now check if the installation of the amplitudes of the pressure are correct, and at the same time the pressures are measured and stored in the program. The welder sees also the preheating time which is required. This preheating time as well as other information are automatically selected by the software if the welding process is defined and selected. Ja, während der Vorwärmung hat der Schweißer jetzt die Möglichkeit, ganz zu Anfang die Fließdrücke einzustellen. Danach quittiert er praktisch den Start der Vorwärmung, worauf praktisch eine Zeituhr erscheint auf seiner Applikation, die ihm zeigt, wie lange die Vorwärmung noch dauert. Diesen Start der Vorwärmung quittiert man an der Stirnseite des Messgerätes, welches sich unmittelbar über Schraubverbindung hinter dem Brenner verbunden befindet. Und den Schluss der Vorwärmung quittiert er dann ebenfalls wieder durch Druck auf die stirnseitige Taste, beziehungsweise er kann es auch in der Software selbst machen. Ja, die Vorwärmung, warum ist das wichtig, Arbeitsdrücke, Fließdrücke zu messen? Die Vorwärmung hat zwei wichtige Funktionen. Einerseits die Trocknung von Komponenten wie den Formen, aber auch der Schlackenschalen. Aber der Hauptsinn und Zweck ist praktisch das Einbringen der Energie, und zwar
auf definierte Weise. Aus dem Grund ist es auch wichtig, dass die Parameter, die Drücker wichtig sind. So, die Thermitportion steht jetzt kurz vor der Zündung. Ich bitte Sie jetzt, Ihre Schutzbrillen zu tragen, wenn Sie denn in die Portion schauen. Ja, die Zündung ist jetzt erfolgt und auch diese Arbeitsschritte werden dann vom Schweißer manuell in der Software durch Quittierung datiert und abgespeichert. Wenn der Abstich erfolgt, erfolgt ebenfalls wieder eine Quittierung. If the ignition starts, the welder also enters this by button click, so that also this time is saved in the software. And the software, the application, follows and guides the welder until the end of the weld performance. That means there are several time windows proposed by the software enabling and making sure that the weld process typical times are respected. Ja, die Applikation, die Software, führt den Schweißer bis zum letzten Arbeitsschritt der Schweißausführung und gibt ihm auch bis zum Schluss Zeiten vor, um die korrekte Einhaltung der Arbeitsanweisung der Schweißparameter einzuhalten. Ja. Jetzt geht es darum, von der Software das Zeichen zu bekommen, die Formhaltebleche abnehmen zu dürfen und die Form auf der Höhe der Fahrfläche zu entfernen. Now the welders wait for the software-driven signal that enough time is elapsed in order to remove the rest of the molds in order to start with the grinding of the weld. The right time for removing the mold and starting the trimming activity is important, because if trimming is started too early, the weld is still not solidified, what can cause fractures and fracturing of the steel parts on the running surface. If the trimming is started too late, then the steel is already too much solidified, what makes it difficult to remove the overlapping steel material. By this manual sawing, the mold cross-section is weakened so that the removing of the remaining
mold and steel parts can be done in an easier way. Die Form ist durch so eine händisch durchgeführte Sägung jetzt im Querschnitt geschwächt, sodass praktisch Form und sich in der Erstarrung befindlicher Werkstoff von Hand entfernt werden können. Abschirung erfolgt mit einem leicht tragbaren Abschirrgerät in Leichtbauweise und ist in wenigen Augenblicken durchgeführt. Das heißt, der richtige Zeitpunkt ist gewählt. The trimming action this Goldschmidt Trimming Machine in lightweight construction just as being performed the right time point was chosen thanks to the SmartLED record time information. Joo, ne on kuulemma ollut tosi tyytyväisiä. Joo. Nach erfolgter Abscherung erfolgt jetzt die manuelle Beseitigung der restlichen Formen, Stücke und des Stahls. Des überfliegenden Stahls, sodass die Schweißung jetzt vorbereitet ist, um zunächst einen Grobschliff auszuführen. Dieser Grobschliff wird jetzt mit einem Goldschmidt GP 4000D Schleifaggregat durchgeführt, eine Schleifmaschine, die einen Dieselantrieb hat, was neu ist. Der Dieselantrieb ist besonders freundlich in der Anwendungstechnik. Er hat Vorteile, dass er in Gefahrenbereichen, wo mit Benzin, wie zum Beispiel in Tunnels, nicht gearbeitet werden darf, weniger gefährlich ist. Die Maschine selbst ist durch ihre Bauweise sehr stabil, was besonders beim Fertigschliff den Vorteil zeigt, dass über wenige Eigenschwingungen ein stabiles Schleifbild erzielt werden kann. The Grinder GP 4000D is a diesel-driven grinding aggregate, which enables also grinding activities in tunnels and in areas where petrol-driven machines are considered as more critical. The grinder itself, from its design, enables a stable grinding surface. With an accurate surface, and the particular possibility is also an advantage is also the possibility to move the grinding aggregate 90 degrees in order to perform as well the running gorge grinding activity. Okay, the last step of this demonstration is now the acceptance measurement of the finely grinded longitudinal profile, which can be formed with our product family rail straight. Here on the booth we
provide an elementary straight edge of the type compact, who was designed especially for the acceptance measurement of Sermit weld final grindings. We also have more sophisticated straight edges in our portfolio, comprising, for instance, a device which enables also the evaluation of corrugation, the separation of different wavelengths in order to assess even real force interactions. That means what we can present you by means of these product families that are very professionalized, electronical acceptance and documentation means, which can also be connected to the before mentioned web server solution, enabling